Ich mache gerade Päuschen und draußen ist es am Regnen und kam hier in so einen kleinen Lost Place vorbei. Ich habe gedacht, ja, machen wir hier Päuschen, weil da hinten war noch mehr. Und ich schalte mal kurz um. Zack. So, da hinten ist noch eine Hütte. Da oben ist ein Häuschen, aber da ist das Dach eingestürzt an der Ecke. Deswegen bin ich hier gar nicht hoch. Mit einem traumhaften Ausblick, aber guck mal. Boah. Also wer sowas verfällt, das hier, das ist ja schon eine Körperverletzung, sowas hier zu machen. Ja, hier vorne steht noch ein Bett. Ja, dann mal los. Hi, wie ihr im Titel schon erkennen konntet, durch das letzte YouTube-Video. Aber nicht mein letztes Video. Ich möchte bei YouTube nichts mehr hochladen, weil die Politik von YouTube und dann teilweise auch die Leute, die da arbeiten, einfach dass das alles nicht mehr so in Ordnung ist, wie es mal war. Hey, du hörst auf. Wo soll man anfangen? Also letztes Jahr wurde ein Video von mir gemeldet, wegen Hassrede. Ihr wisst, ich mache hier keinerlei Politik oder sonst was. Dann habe ich da Einspruch erhoben, das Ganze dreimal. Und dreimal wurde abgelehnt und beim vierten Mal wurde halt gesehen, dass keine Hassrede drin ist und das Video wurde wieder, war kurz vorm Löschen und wurde wieder freigeschaltet. Dieses Jahr haben wir das gleiche Problem wieder mit eins meiner Videos. Ich versichere euch, keine Hassrede, nichts, irgendwas in der Art. Aber man kann nicht mehr dreimal melden. Man kann das einmal beanspruchen, hallo, das ist keine Hassrede, und dann wird ein Video gelöscht. Also es wird abgelehnt gelöscht. Und ja, diese Politik möchte ich nicht mitmachen. Weil ich weiß nicht, was für Schneeflocken da arbeiten. Wahrscheinlich werden die Videos von Schneeflocken gemeldet und diejenigen arbeiten da auch. Tut mir leid. Anders ist das nicht zu erklären. Oder der hat keinen Bock zu arbeiten, hat sich das Video gar nicht angeguckt und hat, hat nur 300, ich glaube 320 Abonnenten sind wir momentan. Er sagt, hör auf mit dem Blödsinn. Mach mal Sitz. Und brauchen wir nicht anzugucken, weg damit. Entweder das oder da arbeiten irgendwelche Schneeflocken. Schneeflocken, glaube ich, wisst ihr, was ich mit meine. YouTube hat mittlerweile, das ging immer peu à peu runter, seit die aufgekauft wurden. Und mittlerweile wird dann die Politik gefahren, das ist nicht mehr schön und da kann ich mich auch nicht mehr damit identifizieren. Wie geht's weiter? Also, als Ausweichmöglichkeit, das geht natürlich über Facebook, ne? Aber meine Videos werde ich irgendwann anders hochladen, aber da kann man die nicht so gut mit Abonnenten und bla bla bla. Aber ich kann die auf Facebook teilen. Das heißt, ich werde bei Facebook eine Gruppe hier unten, ne, euch, wenn ihr möchtet, wenn ihr mir weiter folgen möchtet, abonnieren könnt. Und da werde ich dann weiter meine Videos posten oder etc. So hatte ich mir das gedacht. Hier werde ich einige Videos löschen, weil YouTube auch teilweise Werbung auf meine Videos schaltet. So meine Herzensvideos, die bleiben und den Rest peu à peu werde ich ein paar löschen. Ich habe auch schon damit angefangen. Ja, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Man sieht sich. Bis bald.